Syntastischen guten Morgen, Freunde in Sympathie, City der sympathischsten Stadt in ganz Minecraft. Freunde, und heute steht wieder einiges an. Schöner Strandtag, dies, das. Aber vorher möchte ich mal ganz kurz eure Kommentare lesen. Okay, ja. Sehr, sehr nett. Und heute ist die Frage, wer von euch mag eigentlich Sommerferien? Jeder, der Sommerferien mag, lasst mal jetzt ein Like da. Und wenn ihr schon Ferien habt, schreibt ihr mal Hashtag Ja in die Kommentare. Ich will jetzt ganz, ganz viele Likes sehen, weil jeder liebt ja Ferien. Und wenn du noch keine Ferien hast, schreib gerne in die Kommentare, wann du Ferien hast. So. Ich hab geliked, ich lieb Ferien. Hast du mich erschrocken? Ja, ich muss noch kurz meine Zähne putzen, danach können wir los. Okay, so, mach Freund. Das. Immer wichtig, schön. Zähne putzen. Auch die Backenzähne. Auch die Backenzähne. So, hier, zack. Pat, hast du meinen Spiegel ich geklaut? Hä, nein, warum? Hast du noch einen Spiegel bei dir im Zimmer? Im Badezimmer? Lass mich mal ganz kurz schauen. Und das mache ich am besten, indem ich dein Motorrad nein, nehme. Nein, Pat, mein Motorrad. Lass mein Motorrad. Ich Freunde, das ist mein Motorrad. Das Pat, ist mein Motorrad. Das hole ich mir wieder. Nein. So, wo haben wir denn? Waschbecken, ach. Pat, du hast nicht mal ein Waschbecken. Ja. So, Mann, ich brauche einen Spiegel, dass ich sehen kann, ob ich meine Zähne richtig putze, Freunde. Ja, einfach hier in der Küche so, bei dir. Ich habe mein Motorrad wieder versteckt, keine Sorge. Alles gut. Ey, was rotzt du da so rein, Mensch? Hey! Ja. Kollege! Sorry, so, Zähne sind geputzt, das solltest du auch mal machen, du stinkst ein bisschen. Mach mal halblang hier, ey! Ein bisschen aus dem Mund, Pat, hast du schon mal gemacht? Zähne geputzt? Ja. Ja. Weißt du was? Ja. Du hast mich gerade beleidigt, oder? Nein, war doch ein Witz. Achso, okay, dann ist ja alles gut. Gib mein Motorrad her! Trotzdem. Nein! Das wird irgendwo hier hinten sein. Freunde, wo hat Pat mein Motorrad hin? Hier unten, bestimmt, oder hinter dem Ding hier? Nee. Das wirst du nicht finden. Ach, Mann, Pat. Ich brauch das Motorrad. Ach, Mann. Dann fahr ich mit meinem kleinen Bobby-Car zum Strand. Komm jetzt mit. Ich hab schon fast meine perfekte Strandfigur. Wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir sieht's klasse aus. Du bist... Ja, ach, stimmt. Die Leute wollten ja wissen, was das mit dir und mit diesem Mädchen geworden ist. Pat, erzähl doch jetzt mal. Sehen wir uns gleich am Strand, ne? Hä? Nee, wir sehen uns gleich am Strand. Wo ist mein Bobby-Car? Muss ich hinlaufen etwa? Ja, Pat, erzähl doch mal. Pat. Ach, er ist schon weg. Ihr müsst wissen, Freunde, der Pat hat momentan so ein bisschen Probleme mit einem Mädchen. Aber es ist öfters bei ihm der Fall, also nichts Neues. So, Pat. Hi. Wie sieht's jetzt aus wegen diesem Mädchen? Die Abonnenten wollen es alle wissen. Was soll denn, wo? Ich verstehe dein Problem nicht, Tim. Na, du hast doch ein Problem, hast du mir gesagt, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Nee, weil ich könnte Abonnenten dir helfen. Ich verstehe nicht, was du meinst. Doch, du hast gesagt, auf jeden Fall. Du hast... ein bisschen irgendwie Stress mit einer, weil sie irgendwie, keine Ahnung, sie ist ganz, ist ein bisschen unentschlossen. Naja, komisch. So, was ist... Ey! Ah! Hast du eine Falle hier hingebaut? Ja. Pat, mein Mund. Wie dein Mund? Ich bin auf mein Gesicht gefallen. Nein, zeig mal. Ich hab übelst die Zähne, ich hab mir den Zahn abgebrochen. Nee, das sieht genauso schlimm aus wie davor. Ey, schon. Hör doch auf, Pat, es tut übelst weh. Ah, ich muss irgendwie kühlen. Ich brauche ein Kühlpack bei Zombo. Aua, ich kann... Freunde, ich habe übelst die Zahnschmerzen. Ganz ehrlich, Tim, da hat sich nichts verändert. Ist genauso. Hör doch auf, Pat. Ich brauche irgendwie was zum Kühlen hier. So. Ja, nimm dir mal hier das frische Bier. Das passt zu dir. Aua, 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 aua. Ah, Pat, ich glaube... Passt das? Nee. Jetzt. Frag mal Ronny, der haut dir noch einen raus. Jetzt geht's ja mit dir, mit dem Mädchen, glaube ich, bald, weil jetzt bekomme ich eigentlich auch keine mehr. Guck mal, der hat hier schon wieder umgehauen. Oh Mann, Freunde, Ronny. Ich glaube, ich muss zum Zahnarzt oder so. Ah. Gibt's den sympathischen Arzt noch? Ich weiß es nicht, also ich glaube, der ist auf jeden Fall nicht mehr so ganz, soll ich sagen, im Einsatz, ne, nenne ich das jetzt mal. Ja, ich glaube, ich gehe kurz meine Karte holen, meine Gesundheitskarte. Mhm. Und dann gehe ich zum Zahnarzt, Pat. Ja, ich komme mit, okay? Ja, ja, komm mit. Oh Gott, wo ist meine Karte? Ach, hier ist sie. Gute Frage. Ja. So, das habe ich auch noch hier. Achso, hier, Pat, musst du auch noch hin zum Zahnarzt. Du bist ja ein bisschen nötiger als ich. Ah, das dachtest du nur, ne? Jetzt komm mal runter. Kannst. So. Hey, lass es! Kollege! Taser, Taser! Lass es! Komm, Pat, wir gehen jetzt. Der war doch Richtung Osten, oder, der Zahnarzt? Ja, das kann Hat der nicht mal deine Mutter gearbeitet früher? Nee. Also ganz früher? Nee. Da war es Marek sein. Wo bist denn du jetzt schon? Ja, das kann sein. Ich hab mich herausschlawinert aus meinem Haus. Dass du mich hier nicht taserst, ne? Ich bin bei der Tankstelle und warte auf dich.
Ja, ich komme nicht sofort da. Da bin ich. Wie bist du da so schnell hingekommen? Ne, ich bin von meinem Haus dahin gelaufen, Pat. Was ist eigentlich mit deiner Fahrschule hier? Ja, momentan keine Zuschauer, keine neuen mehr. Irgendwie wollen nicht mehr so viele Leute in die Stadt ziehen. Ah, keine Ahnung. Schade, wenn keiner in die Stadt ziehen möchte. Warum wollt ihr nicht in die Stadt ziehen, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr doch in die Stadt wollt. Ja. So. Und da hinten ist es, oder? Warte, ich seh's noch nicht. Ja? Toll, das ist mein Lieblingszahnarzt gewesen, ich, schon immer. Leute, ganz kurz, bevor Pat noch... Mögt ihr nicht zum Zahnarzt gehen? Ich habe immer mega Angst davor, aber ich will das vor Pat jetzt nicht zeigen. Deswegen... Pat, wo bist denn du? Ich suche gerade den Eingang hier. Ah, da kann man einfach durch die Zahnlücke. Ist ja fast wie bei dir, dass man durch die Zahnlücke kann. Yeah, aber ganz nach einem Zahnarzt sieht es hier auch nicht aus und stinken tut es auch mega. Leg dich mal hin, ich glaube, der Zahnarzt kommt dann gleich. Ja... Okay, warum ist der Zahnarzt noch nicht da? Gute Frage. Also... soll ich einfach Zahnarzt spielen? Ja, komm, spiel du mal Zahnarzt, Pat. Okay, warte, ich brauche erstmal meine Utensilien hier. Mhm. Aber, Pat, ich weiß nicht, ob man hier in so einer Umgebung, wo es stinkt... Ja, ich... Keine Sorge, ich bin Experte. Ich mache das schon ein bisschen länger hier. Sicher? Ja, ja, ja. Bist du dir der Siggi? Ich bin mir total sicher, glaub mir. Ja, dann... So, warte. Dann leg dich mal hin hier. Dr. Pat, ja. Ja, Dr. Pat, ich komm hier einmal bitte hinlegen. So, Kollege, erstmal betäuben hier, ne? Ah, ja. Aua! Das ist nur das Betäubung. Ist Gift? Oh, nein, das ist Betäubung, glaub ja. mir. Ey, Pat, mir geht's so gut. Ja, das ist doch klasse. So, jetzt hier ein bisschen. Ja. So, jetzt geht's dir schon wieder besser wahrscheinlich, ne? Ja, es benebelt Schaden. Mich ein bisschen. Ja, sehr gut, sehr gut. Fällt mir. Da fehlt aber noch was, einen Moment, da fehlt noch was, Ja? Einmal das hier fehlt noch, natürlich, genau, wie konnte ich es vergessen? Ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Nee. Ich sag mal so, kann man noch geben, muss man jetzt aber nicht. Kann ich mich mal wieder bewegen? Nein, du darfst dich noch nicht bewegen, warte, okay. So, jetzt und jetzt, mach mal den Mund auf hier. Ah! Oder den Mund auf, so. Einmal hier. Ja, ein bisschen schnibbeln muss ich jetzt hier, ne? Mhm. Wie wir auch verstehen. So. Jetzt gehe ich dann nochmal mit der Axt dran. Das ist eine, wie soll ich sagen, eine Tradition. Nein, ne? Pat, es wird... Ah! Oh. Nein, das tut gut, glaub mir. Aua. Pat. So. Ja? Und jetzt muss ich mal mit der Zahnseide hier zwischen. Einen Moment hier. Moment, Zahnseide. Ja? Ja. Aua. Das sieht ganz gut aus. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an, die Kollege. Das ist ja alles zu deinem Besten. Ja, Moment. Du hast ja recht. Und zum krönenden Abschluss muss ich nochmal ganz kurz hier einmal ausspülen. Wow. So. Wow, Pat, aber mir geht's echt besser und ich sehe echt wieder hübsch aus. Ja, also sag ich immer, aber... Nee, viel besser als davor, da hast du recht. Naja, Pat, vielen Dank auf jeden Fall. Komm, wir gehen wieder zurück, es ist schon spät geworden. Ja, ich mach ganz kurz nur meine Praxis zu. Ja, was heißt hier deine Praxis? Das ist immer noch nicht deine Zahnarztpraxis. Ach. Wir wissen bloß nicht, wo der richtige Zahnarzt ist. Ja, ja, genau. Komm, wir gehen mal weiter. Kommst du? Ich komme. So. Naja, auf jeden Fall trotzdem, Freunde, wir müssen uns alle bei Crafting Pat bedanken dafür, dass er so nett war heute. Das ja, heißt, ich bin immer nett. Ja, so nett kennt man den gar nicht. Falls du noch eine Betäubung brauchst, sag Bescheid, ne? Ja, na gut, Pat. Irgendwie ein bisschen komisch, ich fühle mich auch noch ein bisschen vernebelt. Warte, ich glaube, ich sollte dich nochmal nach Hause bringen. Nein, ist alles gut. Ich bring dich nach Hause ins Bett. Ich bin noch schon im Bett, Pat. Nee, passt schon, warte. Ich hab hier noch eine kleine Beruhigungstablette, warte. Ja? Leg dich hin hier ins Bett, geh ins Bett. Ja, okay. Einmal dahin und jetzt... Ist das der Taser? Ja. Ja, dann Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.